So, liebe Leute, Boxen und Singen, wie geht das zusammen? Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe das mal versucht und es funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man den Körper so richtig also mitnehmen kann bei bei jedem Schlag. Sozusagen öffnet sich auch der Körper und die Stimme. Ja? Zum Beispiel, ich habe mal gerade ausprobiert. Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig, heißer Hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ham, padam, padam, pam, pam, weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Padam, drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich. Ich fing sie dotenweiß für mich. Badam, dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich gleich Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Da kommt man so richtig in Schwung, die ganze Flankenmuskulatur ist aktiv, weil der Stand ist aktiv hier vor dem Boxball hier und ja, also man kann sich wirklich schön auf die Atmung konzentrieren und der ganze Klang entfaltet sich eigentlich durch diese ständige Bewegung. Also kleiner Tipp hier aus der Musikpädagogik und liebe Grüße an alle Universitätsprofessoren. Probiert doch mal eure Studenten am Leben zu halten. Ja? Nicht alle kaputt machen, bitte. Okay, in diesem Sinne, bis dann.